Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Yoshi's Island. Wir sind endlich in Welt 4 angekommen und jetzt beginnt, so wie ich schon sagte, der Ernst des Lebens, oder zumindest glaube ich das. Ich weiß es nicht. Wir sind in der Niagara-Höhle. Wie gesagt, mein Gedächtnis ist, was das betrifft, immer noch ein bisschen löchrig. Aber ich glaube, ab Welt 4 war das Ganze schon nicht mehr so leicht. Zumindest müssen wir jetzt schon mal das richtige Rohr finden. In diesem Fall ist wahrscheinlich sogar das längste Rohr das richtige. Ich denke mal, da ist eine versteckte Botschaft hinter. Nee, wahrscheinlich eigentlich nicht, aber ich denke mal, das müsste hier sein. Ja, ja, doch. Das war ja doch recht einfach. Okay, so, ein komplexes Höhlensystem. Und was haben wir hier? Ich glaube, das ist eine Koopa-Disco. Ne? Da haben die Ersten schon ihre Hemden ausgezogen und tanzen auf den Tischen. Aber da das hier ein Spiel ist, was eigentlich für Jüngere gedacht ist, würde ich sagen, gehe ich jetzt mal weiter. Und damit das Video auch kein FSK-18-Rating kriegt, das wäre jetzt irgendwie nicht so schön. So, hier haben wir auch die ersten Koopas, die schon ihre Kleidung suchen, vermissen. Als sie auf dem Weg nach Hause waren, haben sie gemerkt, Mensch, da liegt ja noch was von uns, das müssen wir uns zurückholen. Deswegen laufen die auch mal ohne Panzer rum, weil sie einfach sturzbetrunken waren. Oder ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie auch eine Allergie. Hier ist ein Pau. Ja, ein Pau, was diese Lucky Twos hier platziert haben, um sich vor Eindringlingen zu schützen. Das ging mal extrem daneben, weil ich es jetzt genutzt habe, um sie zu töten. Ja. Da sieht man mal, auch die beste Alarmanlage kann teilweise nichts bringen, wenn ein Yoshi da ist, um alle zu töten. Nicht wahr? So, okay. Ich muss jetzt hier aber eigentlich mal ein bisschen aufpassen, dass ich hier auch alles finde. Machen wir mal kurz die ganze Lucky Two-Familie hier zu Eiern. Und ich habe mir mal so ein paar Gedanken gemacht und was ist denn hier oben? Ach, ich glaube, das ist ein Pau hier oben gewesen, ja. Noch ein Pau, noch ein Sicherheitssystem, was leider nicht funktioniert hat. Kann ich hier durch die Röhren? Nein, aber ich habe mir ein paar Gedanken gemacht zu ein paar Themen, wo ich mich dann doch frage, warum ist das so? Und zwar, Yoshi ist ein Dinosaurier, nicht wahr? Ich meine, das ist ja allgemein bekannt. Dabei ist es denn so, dass Dinosaurier wirklich Schuhe brauchen? Da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, aber jetzt fiel es mir viel Schuppen von den Augen, als ich das Spiel gestartet habe. Mensch, der trägt ja die ganze Zeit Schuhe und ich habe es nie in Frage gestellt. Ist es etwa ein Werbevertrag mit Nike oder so? Warum? Ich glaube, Dinosaurier müssen nicht unbedingt Schuhe tragen. Das machen sie einfach nur, weil es cool aussieht oder weil sie einen Werbevertrag haben oder irgendwas in der Richtung. Könnte ich mir jetzt zumindest vorstellen. Ich weiß es nicht genau. So, hier einmal kurz in den Wasserfall untertrinken. Yay! Nee, eigentlich nicht. Oh Gott, was war das denn? Das würde mich mal interessieren, ne? Ist der Flatterflug zu Ende, bist du leider tot. Aber so ist das halt in der Welt von Yoshi. Hier ist alles nein. Moment, Quatsch. Hier wird, glaube ich, gesagt, ich will rote Münzen. Nochmal, ne? 5 rote Münzen gibt es hier. Ah ja, genau, das ist diese Stelle, die kenne ich. Hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht versagen, weil theoretisch könnte man hier, ich weiß nicht, ob man das nochmal machen kann, aber es gibt 5 rote Münzen, die wir hier nicht verpassen dürfen. Da ist die erste. Okay, die haben wir schon mal. Das ist gut. Jetzt muss ich mich gerade noch Nummer 2. Da, oh, die ist aber fies. Nummer 3. Alles klar, da ist Nummer 4 und noch eine. Wo ist die letzte? Wo ist die letzte? Ich sehe sie nicht. Ich hoffe, ich habe sie nicht verpasst. Da ist die letzte. Gut, die haben wir alle. Das ist schon mal wichtig. Vielleicht haben diese Schuhe auch irgendwie, vielleicht sind da so kleine Jetdrüsen drin, damit wir den das sind organische Schuhe oder so. Nein, Jetdüsen meinte ich, die den Flatterflug verstärken oder uns den Flatterflug erst ermöglichen. Ich weiß nicht, so jetzt hier muss ich jetzt von der Seite schießen, damit ich die Blume erwische. Oder ich schieße einfach daneben, weil, Moment. So muss das eigentlich. Genau, ich will nämlich nicht daran. Das ist, glaube ich, eine unnötige Sterne. Und Sterne brauche ich eigentlich nicht. Ja, so wie ich mich kenne, brauche ich die eigentlich doch. Aber ich glaube, hier kann ich einfach dran vorbeilaufen. Genau, weil die wurden echt unpassend platziert. Da hat sich Bowser wieder keine Gedanken gemacht. Wenn man schon Verteidigungstürme aufbaut, dann so, dass man da auch reinlaufen kann. Und naja, egal. So, hier ist noch ein Panzer. Den hat jemand verloren. Das ist wahrscheinlich auch wieder aus der Koopa-Disco gewesen. Eigentlich hat da noch die passende Musik gefehlt, ne? Moment, ich glaube, irgendwo brauchte man hier einen Panzer. Genau hier war das. Ja, ja. Oh, das ist jetzt auch wieder ein bisschen doof. Also mich genau zielen. Und zwar, nee, so nicht. Aber ich glaube, wir haben immer wieder Nachschub. Ich hoffe es zumindest. Ich habe gesagt, ja, ja. Die Koopas lernen auch nichts daraus, dass wir sie immer wieder töten. Oder sie wollen das, ne? Weil einfach das Leben unter Bowser so verdammt schwer ist. So. Nein, das war zu weit. Oh Gott. Jetzt werde ich wahrscheinlich ewig an dieser Stelle hängen, weil ich das nicht drauf habe. So, komm mal her. Genau. Zieh dich mal wieder an, das ist ja hier. Wo sind wir denn hier? Okay, dann töte ich dich einfach und in deinen Panzer. Wenn du dich schon so unzüchtig verhältst, so. Nein! Ach, ich kann das nicht. Ich glaube, das ist wieder so eine Vorspulaktion wert eigentlich, ne? Moment.
Weil wenn ich normal so schieße, müsste es eigentlich nicht ausgehen. Nee, ich muss ein bisschen in der Luft, ich muss ein bisschen springen. Aber er spawnt auch immer wieder neu, nicht wahr? Ich glaube, das sind immer seine Brüder, die kommen, um ihn zu rächen. Und dann sterben sie auch elendig. Ich glaube, Koopas haben viele Brüder. Wenn ihr gesehen habt, eben in der Disco, da vermehren die sich wie die Hasen. Weil, naja, ne, wenn da schon so viele nackt auf dem Tisch tanzen. Moment, jetzt muss doch irgendwie... Ach, verdammt nochmal, Jungs. Warum gibt's hier keine roten Panzer, mit denen kann man ziehen, oder? Muss in der Richtung. Nee, ich krieg das nicht auf die Reihe. Was ist denn da los? Okay, Moment, kann ich da nicht irgendwie anders dran? Nein, es geht nur so. Vielleicht geht das hier von hier aus. Nein, das auch nicht. Wow. Ich glaube, das wird sogar so heftig, dass ich das Ganze hier... Oh mein Gott, das wäre so knapp. Warum? Warum denn los? Also... Jawohl, es geht doch. Oh mein Gott, ey. Das war grauen, Freunde. Jetzt wäre ich fast in den Abgrund gefallen, dann wäre ich danach selber auch aus dem Fenster gesprungen, wäre das passiert. Aber nein, hat sich das wenigstens gelohnt. Ja, hier gibt es eine rote Münze. Na, immerhin. Die fällt mir jetzt so, wie ich mein Glück kenne, in den Abgrund. Nein, ich esse ihn vorher. So, ein besseres Schicksal, als unter Bowser zu arbeiten. Den Schlüssel möchte ich aber auch haben. Ich weiß gar nicht, warum ich ihn haben möchte, aber ein Schlüssel ist immer gut, glaube ich. Oder so. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Oder ich schieße einfach. Wo schieße ich eigentlich? Okay. Wäre der jetzt ins Loch gefallen, das wäre nicht so dramatisch gewesen, aber irgendwie unnötig. Okay, alles klar. So, ihr seid auch wieder da. Nee, alle schon tot. Die ganze Familie ist gleich tot, wenn ich so weitermache. Ab in das Bonusspiel. Vielleicht gibt es ja noch was Brauchbares. Ein Sterne-Item wäre gar nicht so schlecht. Ich habe ja alles schon benutzt. Ballon-Duell. So. So, wir hier wieder warten. Ja, ein wunderbares Spiel. Sich das nur wieder ausgedacht hat. Kreativ und voller Spannung. Ja, das spiele ich auch immer zu Hause, wenn ich alleine bin. Das kann man natürlich auch wunderbar alleine spielen. Man füllt einfach so einen Ballon, so lange einen Ballon mit Wasser, bis er platzt. Das ist voll lustig, sage ich euch, vor allem das dann nachher sauber zu machen. So, das müsste reichen. So, ich hoffe, das reicht. Dein Grinsen wird dir gleich vergehen. Nee, meins, glaube ich. Aber ich habe gar kein Grinsen, weil Yoshis grinsen nicht. Die sind grundsätzlich schlecht gelaunt. Das war nicht gut. Ist aber nicht so schlimm, weil es gab hier wahrscheinlich eh nur irgendeinen Unsinn. Ja, ich muss das mir einfach nur alles so zurechtlegen, dass ich den besten Nutzen daraus habe. So, hier ist ein Sternring. Schön, ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Ich glaube schon, dass ich was verpasst habe, aber ich hoffe es jetzt einfach mal nicht. Ja, so, 15 Münzen und 2 Blumen brauche ich noch. Nee, 5 Münzen und 2 Blumen, so. Genau. Da bin ich wieder zu gierig. Ich brauche mehr Münzen, als es eigentlich gibt. Ja. Das kommt davon, wenn man dieses Spiel zu viel spielt. So. Ach, dich nehme ich mal mit. Die verstecken sich auch immer da in diesen Löchern irgendwie. Ja, wahrscheinlich, weil sie wirklich nicht laufen können, ne? Ich habe das ja schon mal gesagt. Diese verdammten Lucky Twos, ich glaube, die haben gar keine Beine, ne? Irgendwas in der Richtung, wurden wahrscheinlich ohne Beine geboren. Das ist irgendwie traurig, aber auch irgendwie... Ja, irgendwie traurig, dass Bowser die da nicht noch besser vergütet, ne? Für die Arbeit, die sie leisten. Naja, ich weiß es nicht. Bowser ist ja noch klein, der versteht noch nicht so viel von diesen Dingen. Okay, ich habe 19 Münzen und mir fehlt eine. Das macht mir Angst, aber ich hoffe jetzt einfach mal das Beste. Ich muss da jetzt irgendwie her. Also, normalerweise würde das, glaube ich, auch mit einem Wandschuss... Nee, mit einem Wandschuss geht das nicht. Das wird jetzt riskant, was ich vorhabe. Okay, weil die Stacheln sind der Instant Death. Beziehungsweise, nein, Yoshi stirbt ja nicht, aber... Oh nee, das ist auch wieder so eine Sache. Da darf man, glaube ich, nicht versagen. Moment. Also einen richtigen Moment auch abpassen. Und zwar so. Okay, alles klar. Die Blume haben wir. Und da, das ist die letzte rote Münze. Alles klar. Dann jetzt bloß nicht versagen. Dann müsste sich das ein... Oh mein Gott, war das knapp. Wow, wie man jetzt hier sich hier am Ende nochmal verscherzen kann. Ich habe alles. Wunderbar. Habe ich eigentlich noch Stern-Items? Ich habe keine Stern-Items mehr. Das ist auch gut so. Es ist gut so, dass ich keins brauche jetzt. Naja. Geschafft. Das ist, glaube ich, das erste Höhenlevel, was nicht der braune Yoshi machen musste, oder? Vielleicht hat er ein Mittel gegen seine Sonnenallergie gefunden. Vielleicht hat er sich endlich durchgesetzt, so wie ich es gesagt habe. Vielleicht hat er gesagt, nein, ich mache das nicht mehr mit. Ihr könnt mich mal, ich möchte auch mal die Sonne sehen. Ich will auch mal was von der Welt sehen. Geht doch selber in die Höhle. Und bleibt auch am besten dort. Ich mag euch sowieso nicht. Ich bin der einzig wahre Yoshi. Nee, das ist dann auch wieder. Egal, so. Level 4-3. Was war denn das? Das war auf jeden Fall mit diesen lustigen Schaltergeräten, die explodieren und... nein, das tun sie nicht, aber... 3-2-1, hopp! Was hast du zu sagen, mein Freund? Die Welt wäre ein besserer Ort, würde es mehr Kuchen geben. Stimmt! Das ist vollkommen richtig. Das ist, glaube ich, die erste sinnvolle Information, die wir in diesem Spiel bekommen. Nein, im Grunde genommen würde er uns einfach nur sagen, Yoshi, diese Plattformen dort sind wahnsinnig unsozial, denn sie beachten deine Gefühle nicht. Ja, das tun sie wirklich nicht, denn wir können wirklich nur so oft auf sie draufspringen, wie die Zahl, die auf ihnen steht. Das heißt, wir können auf diese Plattform nur einmal draufspringen, danach explodieren sie.
Es gibt theoretisch auch noch Plattformen, die höhere Zahlen drauf haben, aber die konnte sich Bowser nicht leisten. Nee, die sind nämlich teurer, weil da eine wesentlich größere Sprengstoffmenge, da muss ein besserer Timer rein, das kann sich Bowser nicht leisten. Gerade nach der Finanzkrise, ich meine, Bowser hatte noch nie wirklich viel Kohle, aber ich glaube, jetzt ist es noch ein bisschen problematischer. Ich falle gleich in den Abgrund. So. Wir benutzen jetzt diese Luftballons, die wahrscheinlich unten von irgendeiner Party kommen. Ich weiß zwar nicht, wer da feiert, aber es ist bestimmt nicht Bowser, weil Bowser hat keinen Grund zu feiern. Denn er ist ein armer Schlucker und ich glaube, das wird sich auch so schnell nicht ändern. Irgendwas in der Richtung. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum immer... Eigentlich könnte Bowser auch einfach die Münzen hier einsammeln, die hier in der Gegend rumfliegen, ja? Die natürlich in Münzvorkommen... Ich wusste, dass hier eine rote Münze ist. Ja, ja, da hat mich mein Gedächtnis nicht verarscht. Das wusste ich noch. Moment, jetzt... hier muss ich ein bisschen genauer gucken, weil ich möchte hier wirklich keinen verpassen. Das ist echt weitläufiger. Ja, theoretisch, ne? Wenn Bowser nicht so ein faules Stück wäre, könnte er einfach hier die Münzen einsammeln, in diesen natürlichen Münzvorkommen. Aber nein, Bowser sagt einfach, nö, wenn ich halt arm bin, dann ist das so. Ich lebe damit. Ne? Es gibt genug Leute, die kommen damit klar. Auch wenn ich mein Schloss irgendwann verpfänden muss, ach, ist ja auch egal. Das ist übrigens, das könnte übrigens auch der Grund sein, warum die ganzen Flug-Shy Guys immer auf der Suche nach roten Münzen sind, ne? Ich könnte mir gut vorstellen, die Shy Guys wollen mehr oder weniger die Münzen. Es gibt ja sehr viele Münzsammler, mein Vater ist übrigens auch so einer, der sammelt auch gerne Münzen. Die für diese roten Münzen vielleicht viel Geld bezahlen und vielleicht erhofft sich Bowser mit diesen roten Münzen an Kohle zu kommen, damit er zumindest irgendwie, weiß nicht, seine Putzfrau wieder bezahlen kann oder irgendwas in der Richtung. Wahrscheinlich hat die jetzt auch schon gesagt, sie will eine Gehaltserhöhung, aber Bowser sagte, nein, das ist nicht möglich, es geht nicht, es ist mittlerweile alles viel zu teuer geworden, wie soll ich das noch machen? Ich muss ja schließlich auch noch meine Kampagne des Bösen vorantreiben und das geht schlecht ohne Kohle. Ja, ja, also wirklich die roten Münzen dann wahrscheinlich auf eBay versteigern, die erzielen wahrscheinlich einen sehr hohen Sammlerwert und dann damit irgendwie neues Kapital aufbauen. Ich weiß nicht, was da seine Taktik ist, ist mir eigentlich auch relativ egal, zumindest schnappe ich mir die roten Münzen vorher, bevor es soweit kommt. Denn Yoshi ist ein sehr, sehr, wow, wendiger und münzhabriger... Was wollte ich sagen? Ach, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, Yoshi sammelt selber wahrscheinlich für sein Leben gern Münzen und wird die deswegen nicht einfach so abgeben. Das ist auch der Grund, warum... Das ist auch der Grund, warum wir jedes Mal... Das ist auch der Grund, warum wir jedes Mal 20 rote Münzen einsammeln müssen. Ne? Und normalerweise ist unser Ziel ja eigentlich, Mario zu seinen Eltern bringen. Aber nein, Yoshi sagt, wenn ich das doch schon mal mache, schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich verhindere, dass Bowser an die Macht kommt. Ne? Und gleichzeitig kann ich dann auch noch wertvolle Münzen sammeln. Ich kann... Piranha-Pflanzen töten, damit die Umwelt vielleicht ein bisschen sicherer machen und ich kann die Shy Guys von ihrem Leid befreien. Ja, das ist alles so, es steckt alle so viel mehr hinter dieser ganzen Reise, als man zunächst ahnen möchte. Ich weiß gar nicht, wovon ich eigentlich gerade rede, aber so ist das halt. So, mein Freund, du solltest vielleicht aus dem Weg gehen, sonst muss ich dich leider erschießen. Nur möchtest du diese Piranha-Pflanze beschützen. Ich glaube, die hatten eine engere Beziehung, dieser Paracooper und diese Piranha-Pflanze. Sie wollten wahrscheinlich fliehen vor Bowsers Griff, aber... Also wollten sich quasi aus dem Staub machen, wollten ihre Liebesbeziehungen ausbauen. Und jetzt habe ich ihn getötet, den Paracooper. Warum dürfen sich Koopas und Piranha-Pflanzen nicht lieben? Welches Gesetz verbietet das? Ich finde das vollkommen in Ordnung und ich werde nicht... Doch, ich bin im Wege gestanden, indem ich ihn getötet habe. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht. So, hier haben wir eine Piranha-Pflanze. Ich glaube, der eine Cooper, der da unten rechts stand, der war nur dafür gedacht, damit ich ihn hier in die Pflanze schmeißen kann. Das war sein Job. Ja. Ich denke mal, als Cooper hat man es auch nicht leicht unter Bowser. Da verdient man auch nicht so viel Geld. Da muss man auch die... Da muss man eventuell auch einen Doppeljob annehmen. Da muss man auch sowas machen, auch wenn das den Tod bedeuten kann. Aber nun gut. Ja. Warum nicht? Ich denke mal, Bowser muss da wahnsinnig viel einsparen, auch beim Gehalt. Das scheint echt nicht gut zu laufen da. Aber soll uns nicht weiter stören, wir müssen nur das Kind abliefern. Wobei ich mir dann auch immer wieder die Frage stelle, wie wäre es eigentlich, wenn die Yoshis nicht einfach Mario erziehen würden, ne? Ich meine, im Grunde genommen passiert das ja jetzt sowieso schon, ne? Ich weiß ja nicht, wo diese Schwelle da liegt, ne? Es gibt ja irgendwie so eine Schwelle, wo das Baby dann, weiß nicht, jeden als seine Mutter akzeptiert. Warum nicht Yoshis? Im Grunde genommen, ich weiß es nicht. Ich habe eine Idee. Überlegt euch das mal. Ich meine, warum ist das nicht so wie beim Dschungelbuch? Ihr kennt ja das Dschungelbuch, nicht wahr? Wo Mowgli von den Wölfen aufgezogen wird. Warum kann ein Baby nicht auch von Yoshis aufgezogen werden? Leben die nicht auch im Rudel? Wahrscheinlich nicht. Ich denke mal, Yoshis sind eher Einzelgänger. Das ist auch der Grund, warum der braune Yoshi immer so mit seinen Artgenossen nicht klarkommt, ne? Die mobben sich ja alle immer gegenseitig. Ich bin gegen Yoshi-Mobbing. Yoshi-Mobbing ist keine feine Sache.
Moment, mir fehlen noch 5 rote Münzen und ich mache mir Sorgen. Und ich fliege auf einem Luftballon, dem gleich die Luft ausgeht. Und ich werde gnadenlos auf den Boden aufklatschen. Das ist Yoshi zwar egal, weil er ja unbesiegbar ist, aber Mario wird das, glaube ich, nicht überleben, wenn das so weitergeht. Da sind noch rote Münzen und das sind alle roten Münzen. Ich bin begeistert. Die Leben nehmen wir noch mit. Ja. Ich denke mal, diese Scheigeis denken sich, mein Gott, mein Leben ist zwar scheiße, aber ich verschenke es halt einfach. Ja, deswegen kommen sie mit Leben angeflogen. Ich glaube, das wird der Grund sein. Der gelbe Yoshi ist schon da, so wie alle anderen Vögel auch. Ne, die Vögel sind nicht da. Ich habe noch keine Vögel gesehen. Wahrscheinlich alle schon von Yoshis getötet, ausgerottet, gefressen. So wie Yoshis es einfach machen. Ich rede Unsinn heute, so ist es halt. So, das finde ich gut. Wir haben 2 Stages geschafft in diesem Part. Ich denke mal, eine dritte wird sich nicht mehr ausgehen. Es kommt ja sowieso eine Festung. Deswegen, liebe Leute, ich würde sagen, wir beenden den Part hier und im nächsten Part gucken wir uns dann mal Level 4-4 an. Mit diesem lustigen, süßen Boss, der, glaube ich, gar nicht so harmlos war. Naja, bis zum nächsten Part.